So, da sind wir wieder. Und erstmal lege ich eine Fackel an, dass ich hier drin was sehe. Ach, und ihr kann ich den Orb wiedergeben. So. Oh. Da will ein kleiner Brokkoli noch etwas. So, mal gucken. Hier hatten wir ja diese tiefe Fallgrube und ich würde einfach mal sagen, ich gehe aufs Ganze und guck mal, was da unten ist. Wow, wir fallen viele Stockwerke. Aua! Wir sind tief gefallen. Ja, das war ein tiefer Sturz. Ganz ehrlich. Okay, laden wir wieder den Speicherstand. Geben ihnen wieder ihre Sachen in die Hand. Und töten den Brokkoli hier noch mal was zu essen. Was er nicht tragen kann, das kann er gleich essen. Crossbow. Plattenstiefel. Wiegen etwas mehr, bringen aber auch etwas mehr Protection. Also darf der sie ruhig tragen, die Plattenstiefel. Da gucken wir, ob hier sonst noch was ist. Kein Knopf, kein Knopf, Knopf. Und da geht es in die Maze zurück. Ups, das war wieder den Anfang teleportieren. Hier ist zum Glück noch zu oder wieder zu. Jetzt müssen wir wieder hier drauf drücken, damit hier zugeht. Hier drauf drücken, damit da zugeht. So, genau. Hier können wir nicht lang, wir können nur hier lang. Ansonsten müssten wir alles erforscht haben. Und müssten jetzt hier beim Ausgang sein. Genau. Okay. Hier ist eine Druckplatte, die ein Gitter zumacht und noch mehr Essen. Ein Schlüssel und ein Haar, Feuerelementar. Jetzt habe ich das Feuerelement eigentlich anlocken können. Komm her. Kommst du her? Friere endlich ein oder aua. Ich hätte eigentlich keine so große Lust, da hinten ist noch eins, einen Feuerball von dir zu kassieren. Wenn ich hier was ablege, lege ich einfach mal die Fackel hier ab, die fast alle geht. Nö, dann siehst du immer noch etwas eingesperrt aus da drüben. Okay. Hier höre ich schon wieder ein Feuerelementar hier rechts. Hier ist eine geschlossene Tür. Und haha. An den Raum kann ich mich noch gut erinnern. Du scheinst da wirklich hinten eingesperrt zu sein, oder? Ja. Bist du auch. Und hier ist auch nichts. Okay.
nehmen wir uns jetzt mal einen Stein und ziehen uns zurück, weil genau das passiert. Schleimrama oder Schleimdrama. Auf jeden Fall viele Schleime, Hilfe. Und ich muss mich gleich langsam zurückfallen lassen. Erst einmal, weil wir Level Up haben. Von Bradway und Talisa. Dexterity plus 2. Oh. Mann, hat der jetzt eine hohe Genauigkeit und eine hohe Evasion. Und Talisa kriegt jetzt nochmal ihre 4 Punkte in Assassination. Und dann war es das mit Assassination. Jetzt gibt es nur noch Daggers. Aber kurz schlafen, damit Elana ihre... Uah, das war fies. Mich durch die Tür angreifen. Und jetzt hat es auch noch meine Magierin erwischt. Tür zu. Nächsten einfrieren und drauf rumhämmern. Und hoffentlich nochmal einfrieren und weiter drauf rumhämmern und Tür wieder zumachen. Kurz schlafen. Eieiei, das ist gemein mit den Schleimen. Das da ist echt gemein mit den Schleimen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass im Augenblick der Traum ausbleibt. Jetzt müsste doch demnächst mal wieder einer kommen. Das war vielleicht nicht ganz so gut. Genau deswegen. Ja, jetzt haben wir den einen zum Spielen hier. Und müssen den erstmal loswerden. So, jetzt hat die ganze Gruppe mal ein Level Up. Er kriegt natürlich wieder alles auf Maces. Da kriegt er nächste Stufe endlich seinen Devastating Blow, also seinen richtig starken Schlag. Und sie, ihr gebe ich jetzt mal wieder was auf Eismagie, damit ihr Eisschaden höher geht. So. Und wieder schlafen. Ja, aber wir machen echt gut Fortschritte. Wir sind ja schon auf Stufe 7 und... Also auf Level 7. Oh, es geht bis Level 14 oder 15 runter. Also haben wir so ungefähr die Hälfte geschafft. Wobei ich mich erinnern kann, dass es gerade mal 13 Levels gab. Aber egal. So, das dürfte reichen. Na ja, komm. Sie macht durchschnittlichen Schaden mit ihrem Dolch, also Talisa. Aber wenn sie dann endlich mal... wieder backstabben kann, dürfte das mit dem dreifachen Schaden sich richtig gut rechnen.
Und so gesehen machen die anderen auch nicht viel mehr Schaden im Augenblick. Das Feuerelementar wartet immer noch da hinten. Bist du der einzige Schleim, den es hier noch gibt? War das brav darauf, verprügelt zu werden? Aua. Ja, das Led war schön und das war's dann für das. Für den Schleim. So, was zu essen. Wer braucht denn was? Bueno, ihr braucht was. Und Talisa kann auch was gebrauchen. Elana geht noch. Sollten wir vielleicht mal, oder sollte ich mal während des Cuts zurückgehen und gucken. Ich dachte jetzt schon wieder, wäre das Gitter hochgegangen, aber ist es nicht. Sollte ich mal gucken, dass ich die Säcke mit der Nahrung, die ich zurückgelassen habe, die 3 Stück mal hole. Weil wir haben schon nicht mehr viel dabei. Und durch die Maze of Madness will ich nicht unbedingt noch mal durch, um die Nahrung zu holen. Dann kann ich nämlich die beiden Säcke mit Nahrung hier lassen. Und die Kiste voll mit den Pilzen und Zeug halt hier kurz lassen, hochgehen, die Säcke holen und sie hier deponieren oder halt vom nächsten Levelausgang. Aber gut. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was. Hier geht die Falltür zu. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich war doch nicht hier unten. Hier ist ein Teleporter und ein paar Bolzen. Ist hier sonst noch irgendwas? Kein Knopf, kein Knopf. Da sehe ich auch keinen. Nein, nein, nein. Nö. Kein Knopf. Also hier bin ich runtergefallen. Das war hier. Würde ich da runterfallen? Da runterfallen, würde ich irgendwo da oben rauskommen. Mist. Da muss ich nach einer anderen Platte da oben Ausschau halten. Oh, und er ist frei und hat einen Freund. Ein Freund? Okay. 2 Freunde. 2 Freunde, von denen ich ungern eingekesselt werde. Nämlich genauso. Bah. Das war daneben. Oh, das war knapp. Der hintere ist jetzt war eingefroren. Na, das kann noch heiter werden da drin. Und ich habe vergessen, mich in den Räumen mit den Schleimen nochmal genau umzusehen. Da sind ja die Wände aufgegangen. Ich bin nur in die eine Nische, wo der eine Schleim drin stand, reingegangen. Aber gut, können wir gleich machen, sobald wir die Feuerelementare losgeworden sind. Genau du. Ist ziemlich schnell gestorben. Jetzt dürft es nur noch einen von eurer Sorte hier geben. Oder auch nicht. Ah, Feuerball. Ah, geh sterben. So, und du stirbst jetzt auch hoffentlich. Uah. So. Alle gestorben? Ja. Dann wollen wir mal hier runter gucken.
Und genau, hier sind wir auf der anderen Seite des Teleporters gelandet und haben noch einen Sack gefunden für sie. In den Sack können mal die Schätze rein, die ich so gefunden habe. So und so, die können wir dann bei ihm hier deponieren. Erstmal. Und ja, die Fallgruppe, die zugegangen ist, hätte uns wohl hier runtergeführt. Aber gut. Ich denke mal, hier unten ist soweit nichts mehr. Nö, sehe ich jetzt nicht so, dass hier ein Schalter oder so wäre. Deswegen würde ich sagen, bevor wir wieder hochgehen, speichere ich erstmal. Dann sehen wir uns gleich wieder.